So, da sind wir wieder. Und wir wollen diese Folge weiter nach oben, um da noch ein paar Secrets abzustauben. Denn weiter unten wird es ja doch langsam ziemlich schwer. Da können wir alles gebrauchen, was wir finden können. Und jetzt sind wir in meinem absoluten Lieblingslevel. Und eurem bestimmt auch, das Spinnenlevel. Das war ja richtig nervig. Aber gut. Also, was haben wir da? Wir haben da ein Gebiet, wo noch gar nicht waren. Okay. Und was haben wir noch? Da sind die Schleime. Und der Raum passt auch zu der Skizze von Torum. Also meinte Torum wirklich den Secret in Anführungszeichen hier mit den Schleimen. Überprüfen wir nochmal. Wo ist die Schriftrolle? Da ist die Schriftrolle. Also ein Viererraum. Und darunter dann quasi noch ein Viererraum, wo unten rechts der Block gefüllt ist. Ja, das macht jetzt total Sinn. Also Viererblock. Darunter noch ein Viererblock, wo der unten rechts gefüllt ist. Ja, das ist gemeint. Und dieses komische Symbol auf der Karte war hier dann wohl ein Schalter. Den wir anscheinend schon gedrückt haben. Sonst wären wir nicht da unten hin, hätten wir nicht da unten hingehen können. Aber gut, das machen wir später. Erstmal will ich gucken, was da los ist. Das heißt, wir müssen jetzt hier runter und uns links halten. So, genau. Da fällt mir ein, den Kompass haben wir bisher noch gar nicht gebraucht. Aber den könnt ihr trotzdem mal in die Hand nehmen. Ja, bei dem einen oder anderen Teleporter-Rätsel hätte es vielleicht schon praktisch sein können. Oh, und ein neuer heiliger Stein. Schön, schön. Und das Teleporter-Rätsel, da wurde ich schon mehrfach darauf aufmerksam gemacht, dass hier eigentlich gar nicht mehr da durchgehen müsste, weil hier links der Gang ja offen ist. Ja, das habe ich jetzt auch mal gemacht. So, hier haben wir eine Fallgrube, die zugehen kann. Da hätte eine Tür und ein Gitter. Müssen wir hier was reinlegen? Kein Knirschen? Nö. Was ist hier mit? Nö. Oh, aber so. Okay, also man kommt zum Secret, indem man das alte Rätsel hier quasi deaktiviert. Hier haben wir schon mal ein Kraut. Und er ist überladen. Überladen ist nie gut, also isst mal was. Oh, er war jetzt hoffentlich ganz hungrig. Ich wollte kein Essen verschwenden, nur weil wir überladen sind. Das wäre doof. Aber gut, hier haben wir eine Eisentür, sogar eine wichtige Eisentür. Und da eine Fallgrube, da ein Schalter und eine Fackel. Das hilft uns jetzt nicht wirklich weiter. Hier sind nirgendwo Schalter. Können wir irgendwo runterspringen oder so? Nö. Ha, schmeißen wir mal da was runter. Wir können durch Gitter hier etwas durchlegen. Stein, den wir gerade frisch gefunden haben, ist weg. Ich wollte eigentlich noch das Inventar wegmachen. Aber nee, der Stein ist runtergeplumpst, hat nichts gemacht. Stein ist massiv, Wand ist massiv, Tor ist massiv. Ja. Schön. Wir sind einen Schritt weitergekommen, danach aber nicht wirklich. Ist hier noch irgendwo was? Hier hatten wir eigentlich ja schon geguckt, eben gerade. Wofür ist der hier? Für das Gitter. Gehen wir mal darum und gucken, ob hier irgendwo ein Zugang ist. Da oder da. Vielleicht kommen wir ja hintenrum da irgendwie ran. Auch wenn ich dann die Fallgrube da nicht so richtig verstehe. Aber man weiß ja nie. So, hier waren Spinneneier. Eine Fackelhalterung. Da tun wir einfach mal zum Test eine Fackel rein. Ups, ist das dunkel. Mach mal dein Licht sauber. So. Hat auch nichts gebracht. Hier ist noch eine Fackelhalterung. Achso, das hatten wir schon mal versucht, ne? Genau. Da hatten wir versucht, an jeden der drei Halterungen eine Fackel reinzumachen, ob das vielleicht irgendwo ein Rätsel auslöst. Hat's aber nicht. Jetzt sind wir langsam in dem Gebiet, wo wir da rankommen könnten, aber was machst du? Irgendwo ist gerade ein Gitter aufgegangen. Oder zu. Auf.
zu. Ha. Okay. Ah, okay, das war auch ein Rätsel, das wir schon mal gelöst haben. Man musste einfach nur den richtigen, also den da drücken, damit die Steinwand aufgeht, dann den Knopf drücken und schnell durchhuschen. Aber das ist für uns jetzt nicht mehr wichtig. Da müssen wir auch gar nicht lang. Also wenn irgendwo ein Zugang gewesen wäre, dann hier. Aber hier sind keine Knöpfe. Oh, aber Ninja-Stern. Wird alles mal eingesackt. Nee. Die Bodenplatte sieht komisch aus. Nö. Okay, gehen wir wieder zurück. Auch wenn ich nicht wirklich weiß, was wir da noch machen könnten. Also wir haben ein Gitter, hinter dem Gitter eine Fallgrube. Und wenn man in die Fallgrube was reinschmeißt, passiert nichts. Hm. Können wir das vielleicht irgendwie nutzen? Beziehungsweise sind wir da schon mal runtergesprungen. So, springen wir einfach mal. Also müssen wir es rauflegen. Nehmen wir mal einen leeren Sack. Und wo sind wir? Wir sind wahrscheinlich genau auf einer Markierung, deswegen sehe ich nichts. Ja, da sind wir. Und hier waren wir schon mal. Und das Rätsel haben wir, glaube ich, auch gelöst. Genau, das Ding da hinten haben wir gefunden. Dich nehmen wir auch mit, denn wir haben langsam Steinmangel. Also, bis vor kurzem hatten wir Steinmangel. Und wenn wir hier unten irgendwas drücken, wird das kein Rätsel oben beeinflussen. Also, nee, das hat hier nichts gebracht. Also, zurück. Zu unserem Teleporter-Rätsel machen wir die Tür einfach mal zu. Schaden kann es nicht. Der Sack kommt auch wieder mit. Oh, ich habe eine Idee. Wir nehmen jetzt mal einfach einen Gegenstand und schmeißen ihn hinten auf die Druckplatte. Dann geht hier das Ding auf, aber dafür vielleicht das Gitter oder die Tür auf. Also, was kann man schön weit werfen? Ein heiligen Stein. Und der kommt nicht weit genug. Also werfen wir jetzt einen und machen einen Schritt zurück. Okay, war eine gute Idee, aber jetzt sitzen wir einfach nur in der Falle. Ja. Können wir hier was durchwerfen? Nö, Tong. Schlagen hilft auch nichts. Und wenn ich jetzt Blitzstrahl schmeißen würde, würden wir einfach noch Schaden bekommen. Nee, das geht also auch nicht. Komisches Rätsel. Also, man kann was runterschmeißen, man kann nichts durchschmeißen. Man kann das Gitter nicht klicken. Da runtergesprungen sind wir, da runtergeworfen haben wir auch was. An der Tür wird man nichts machen können. Und es gibt kein Schlüsselloch. Und es gibt ebenso keine versteckten Schalter. Na gut, springen wir erstmal runter, sammeln uns den Stein auf. Und laufen wieder hoch. Wo ist unser Stein? Ich will meinen Stein wieder haben. Ha. Die haben doch einfach unseren Stein eingesackt. Na gut. Wo führst du hin? Du führst nirgendwo hin. Ist hier noch irgendwas? Ein Pfeil. Den können wir ja mal mitnehmen. Ein Teleporter D. Schauen wir mal, wo er hinführt. D führt nach da drüben. Hat aber auch keinerlei Einfluss auf unser Rätsel da hinten. Du hast nur kurzfristig die Platten hier aufgemacht, richtig? Oder zugemacht.
Ja, in der Zeit werden wir nicht bis ganz da hinten hinkommen können. Was hat der Knopf? Der Knopf hat die Tür aufgemacht. Das können wir nochmal testen. Wo ist der Knopf hin? Ah, da. So. Rauf, rauf, rauf. Drück. Für Stein auf Stein. Ah, okay, hat den Weg zum Teleporter freigemacht. Den wir eh nicht mehr brauchen, also können wir das lassen. So, die Tür wieder auf. Unser einer Stein ist da, der andere Stein ist hier gelandet. Ah ja, stimmt, wir haben hier nicht so weit werfen können. So, das heißt, du kommst auch wieder mit. Und wir stehen wieder vor dem Tür, oder wieder vor der Tür und wieder vor dem Gitter. Na gut, das Rätsel wird dann wohl warten müssen. Das heißt, wir markieren die Stelle jetzt hier mal ein bisschen offensichtlicher und gehen zum Schleim. Zwar schade, dass wir es nicht lösen können, aber eine ganze Folge oder was vor einem Rätsel hocken, das man nicht unbedingt braucht, ist dann doch ein wenig Verschwendung. So, wo sind wir? Wir sind da, wir wollen da durch. Oh, jetzt müssen wir das wieder mit dem Drücken machen. Glaube ich. Du machst den Stein auf, das ist gut. Keine respawnenden Spinnen, das ist noch besser. Hoch und links rum. Ja, die Schleime gleich dürften interessant werden. Aber diesmal kann wenigstens unser Erdzauber auch ein bisschen was machen, denn er ist inzwischen ja Luftzauberer geworden. So, da ist der Knopf, den Torum uns eingezeichnet hat, und jetzt geht's runter zu den Schleimen. Die waren ziemlich zäh. Gucken wir mal, wie zäh sie jetzt noch sind. Was steht da? Füttere mich. Ach ja, okay, wir hatten nur keine Ahnung, mit was wir ihn füttern sollen. Aber diese radioaktiv blühenden Dinger werden uns das bestimmt liefern, was wir brauchen. Ja, definitiv C. Aber sie hauen nicht so stark wie ein Ogre. Oh, die machen krank. Dafür brauchen wir wohl das Gegengift. Uffala. Ja, sie sind nicht sehr schwer. Aber auch nicht sehr leicht. So. Ein blauen Kristall. Ist hier irgendwo einer? Weil es wäre doof, wenn die Krankheit nicht von einem blauen Kristall heilbar wäre. So, wir sind hier und wir haben mal wieder keinen Kristall eingezeichnet, richtig? Richtig, das wäre ja auch zu einfach. Aber wissen, da ist einer. Oh, Fackel ist aus. Und wir haben keine Fackeln mehr. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. So, keiner hat mir geglaubt. Gib's doch alle zu. Ja, ja, komischer Geogon. Warum schleppt er so viele Fackeln mit sich rum? Ja, ja. So. Rechts rum. Aber wir haben ja auch ein paar liegen lassen. Und wir haben sogar ein paar weggeschmissen, weil wir dachten, wir brauchen keine mehr. Also ja, irgendwo gibt's noch Fackeln, die wir später wieder einsammeln können. Ha, die Krankheit scheint keinen Schaden zu machen. Das ist ja auch komisch. Aber sie ist heilbar. Dafür ist er hungrig. Njam, njam, njam. Und zurück zu den Schleimen. Ich hoffe jetzt mal, dass wir den Trip nicht so häufig machen müssen. Und dass da unten auch irgendwo ein blauer Kristall ist, weil sonst wäre das ziemlich nervig. Weil man sah ja recht viele Schleime durch die Metallgitter hindurch. Aber das werden wir sehen müssen. Was auch noch nervig war an denen, war, dass sie durch die Gitter hindurch spucken könnten, wir aber nicht zaubern und nicht schießen. Oh, ich glaube unser Lichtzauber hat sich gerade aufgelöst. Ja, genau das. Wow. Hinterhältiges Pack, na komm. Greift uns ehrlich an wie männliche Schleime. Ja, genau so. Komm her. Oh, wir können dem Schleim ausweichen, wenn sie spucken. Das ist ja auch mal praktisch.
So, und jetzt schlafen wir einfach mal und gucken, wie sich das mit der Krankheit verhält. Okay, also kranke Charaktere regenerieren keine Lebenspunkte. Was zwar nicht toll ist, aber damit kann man leben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn das Wichtigste bei den Magiern ist ja eigentlich eh nur deren Mana. Ja, komm schon. Ja, jetzt muss der Typ einfach schön viel ausweichen. Die Magier ballern wieder ein bisschen drauf. Ah, da kam gerade so eine Step-Attacke. Oh oh, Beilung, Beilung, Beilung. Oh. Mann, Mann, Mann. Ja, wir werden doch noch öfters zurück zu dem Kristall laufen müssen. Aber ja, hoffentlich lohnt sich das da unten. So, darum, darum, darum. Und das ist jetzt vom dritten Level aus ein alternativer Weg nach unten gewesen. Das ist schon ganz schön krass. Ich meine, wir sind jetzt runter bis Level 6, glaube ich. Und die Schleime sind trotzdem noch in der Lage, uns so fertig zu machen. Ich weiß ja nicht, wie das auf normal ist, aber auf schwer ist das jetzt übel. Aber auch ein bisschen interessant. Also muss man wirklich alle Secrets ausnutzen. Man muss gucken, wo war ich schon, wo war ich noch nicht. Und gerade sowas jetzt. Wir waren in Level 6, fanden es da ziemlich schwer, also gehen wir zurück, gucken uns ein bisschen um und kommen dann wieder stärker zurück ins Level 6. So muss das sein. Und ich habe mich mal wieder verlaufen. Darum, darum. Ich weiß nicht, was ich ohne die Minimap machen würde. Also gerade jetzt im Let's Play wäre das ganz schön übel ohne Karte. So, aber erstmal wieder einen Cut. Speichern wir ab. LP 0. 41. Bis gleich.